passt in das Bracket hier. Spielt Opus gegen Lemur gegen Schall? Opus? Spielst du gegen Lemur gegen jetzt? Ist die Legende so dreck. Er ist wieder am Start. Er hat Lil Fruzy geschlagen, Mann. Kommt aus ungefähr 5 Jahren Hiatus und gewinnt gleich sein erstes Set in Bracket. Viel zu krass, der Typ. Ganze Smash-Practice. Kobobis Hass-Match und er hat auch sogar die Color. Er sieht aus wie Khan, aber es ist leider nicht Khan. Es ist so dreck. Die Namen sind aber nicht richtig, oder? Wo sind die? Ne, das sind noch unsere alten. Ich weiß gar nicht, wie man das ändert. Ganze moderne Streamer-Setup. Weißt du, wo das geht? Vielleicht. Do your magic. Das zweite von links. Das hier? Ja. Ah, ja gut, du weißt eh Bescheid. Ja. Und wer sind okay. Die Leute? Links ist Kobobi. Hot Sommer Atze. Hot Atze Summer? Ja, irgendwie so. Schreib mir auf Kobobi. Hot Atze Summer, ja. Rechts? Oh, Khan. Rechts ist Sodrek. S-O-D-R-E-K. The Legend. Der Brühl-Spieler. Ja, der Alle-Spieler. So ein Jahr Millie gespielt, war gleich völlig gestört und dann in allen anderen Spielen auch. Guck, wie gut er spielt! Er hat 10 Jahren kein Millie mehr gespielt. Er spielt so gut. Er ist so gut. Oh, sogar mit den Farben. So advanced das Setup. Das gab es zu meiner Zeit noch nicht. Ja, das ist einfach das Programm von Lieber. Natürlich. Viel zu krass. Alles ist die Wurf. Ich bin alt. Verstehe nichts mehr. Ich drücke nur Crouch Cancel Down Smash. Oh, Khan! Kobobi jetzt wieder so langweilig mit Knees und Up-Airs. Nervt er so direkt, geiles Play. Gegen 2, oder? Ja. 1-0, Hot Atze Summer. It's been around 3, ne? Yes, I think. Kann ich ein Ergebnis eintragen? Lil Fruzy, hast du gewonnen? Wie läuft's bei dir? Ich hab Bird geballert? Yes. Jigglypuff, easy. Wenn's nicht Maxi ist, braucht er gar nicht kommen. Ich wurde von Sodrek reverse 3-0. Sodrek ist so gut, was los? Quatsch. Er hat alle meine Habits gefunden. No, das ist typisch, dieses eklige Smash. So mit Gehirn spielen. Lil Fruzy gegen Juggle, 3-0. Hier. Jetzt muss ich gegen Baumwolle 8. Yes! Let's fucking go fuck the toll! Blablabla. Oh Mann! Yes! So, Third spielt schon gegen D-Rage und die anderen spielen auch schon alle. Mario spielt, glaube ich, noch nicht, oder? Spielt. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was ist so. Los, so Drack! Fick ihn!
Oh. Ja, Mann! Der ist so schlau! Au! Oh. 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 Alter! Oh. Au! Oh. So dreck, let's go, ich! Oh mein Gott! So dreck, Alter! 1-1! Kobobi sieht blauen Fox direkt getriggert. Keine Chance, das ist Khan. Das ist Khan, Kobobi. PTSD. So direkt eine Legend. Gewinnt das Turnier, kommt nie wieder auf den Böden, ist direkt wieder da. Ich gebe mir die Details. Was haben wir verpasst bisher? Also das erste Match ging relativ, erstmal Sodrek hat gleich Maxi upsettet, okay, in der ersten Runde. Krass. Hat seit 6 Jahren kein Mini mehr gespielt, kommt hierher, gewinnt gleich sein erstes Set. Das sagt er so, das ist der 6 Jahre krasse Grindplan gewesen. Extra nur Alte mitgegrindet, um gute Mini zu werden. Das ist so smart, das hat keiner gecheckt. Skills translate. Ja, sofort, alles translated. Kommt hier an, alles gedownloadet auch gleich. Hat Maxi reverse 3-0'd. Ja. Jetzt das erste Match gegen Kobobi war auch relativ klar für Kobobi und er gewinnt einfach das zweite. Was ist deiner Meinung nach, wenn du jetzt Konstantin so als Quartettkarte einschätzt, wie consistent ist er so? Weil ich habe ja die Theorie, dass er so upsettable ist. Ja, Konsti ist, ich glaube, je ruhiger ein Set ist, desto besser ist Konsti. Deswegen spielt er voll gut gegen Floaties, weil er so das Tempo rausnehmen kann. Okay, aber wenn du einmal seinen Rhythmus zerstörst, dann ist das Upset-Potenzial. Deswegen spielt er auch so ungern gegen Falco und Fox, weil die das Tempo bestimmen können in dem Matchup. Ja, und bei Falco. Ja, aber er heult auch rum. Fox ist gar nicht so gut gegen Captain Falcon zum Beispiel. Er ist einfach nur triggert, weil er 10 Jahre gegen Khan verloren hat. Mann, das ist einfach ein hartes Leben. Ja, das ist ein hartes Leben. Es ist auch schlimm, wenn man so einen Dämon hat und den einfach nicht schlagen kann. Aber du siehst, jetzt ist, ich glaube, dein Mobbing, das war Pep Talk. Er ist aber so, ja, haha, nee, stimmt. Und dann ist er so, das ist den Bullshit, auf keinen Fall. Ja, hat er jetzt auch gesagt, Schluss damit jetzt, das darf sie nicht bewahrheiten. Ist auch ein bisschen Pep Talk auf jeden Fall. Aber im Herzen auch immer für Sodrek einfach Legende. Ich bin so ein bisschen eager, weil es wieder so, ne? Erstes Offline-Turnier, ein bisschen Shit-Talk und so, großartig. Ja, ich check, es ist alles sofort wie früher direkt zurückgeworfen. Es ist wieder 2015, ich bin gut ins Match und kommentiere. Ja, alles ist back. Konstantin 18 Monate lang nicht gesehen in Person. Yes. Das erste, was ich ihm sage, wow. Ich hab Kobobi so lange nicht gesehen, das ist so krass. Super geil. Wurde schon erwähnt, wie krass Sodrek ist? Sodrek ist so krass, Mann. Ich hab den auf Unranked ganz oft gefunden. Echt? Spielt er unter Sodrek auch? Den ja. Krass. Krasser Scheiß. Beziehungsweise einmal nicht, da habe ich aber seinen Connect-Code wiedererkannt. Geschrieben. Das Hacker-Tool. Ja, wenn da halt so Sodrek steht, dann weiß ich halt, okay, das ist halt wahrscheinlich Sodrek. Das ist so krass einfach. Also, du hast 6 Jahre Ultimate trainiert, um gute Millie zu werden. Die Ultimate Strat so auf jeden Fall. Die Actual. Ja. Jetzt kann er mich in Ultimate trainieren und ich in den Melee und dann sind wir beide unschlagbar. Ja, aber der spielt Brawl zusammen. Dann geht er als Gespräche. Das ist ein Mittelding. Im Melee. Ja, und so direkt Brawl Gott auf jeden Fall. Sein Foxmann, uff. In der Triathlon-Disziplin seid ihr dann zick. Wen hast du in Brawl gespielt? Game & Watch, war richtig gut. Ich hab mit Brawl angefangen, ich bin dann zu Melee gewechselt. Ja, das hab ich schon gedacht. Peach Calling, aber ja, ich war Game & Watch, ich hab nur Back Air und Down Smash gespammt, ich dachte, ich bin der Shit. Und, warst du der Shit? Ja. Klar. Als ich dann gelernt habe, wie man die Back Air Space, war alles vorbei. Boah. Ging alles. Dann so ab und zu eine Nair zum Mix-Up. Richtig gut, Zitat. What the fuck? Wo man so direkt fickt Kobobis Kopf hast direkt. Hast du das Game gerade eben gewonnen? 2-1 für Kobobi jetzt. Das aber das holt jetzt, es geht Game 5 und dann, oh, siehst du, wie nervös Kobobi ist? Und so direkt keine Miene verzogen, ist ihm alles egal. Ja. Hat schon längst alles ausgerechnet, wie er gewinnt. Wer ist dieser Falke? Ja. Cool wie eine Gurke. Oh nein, stumm. Niki, mit welchem Tag spielst du gerade in Netplay? Niki. Ja, und dem echten? Kann ich bestätigen. Vor ein paar Tagen habe ich mich Hungry Box genannt. Oh, also HungryBox. Natürlich. Dann habe ich Puff gespielt und mich immer 4-1 da hinten liegen lassen und dann versucht doch zu klatschboxen. So, das war aber nur gestern Abend, weil es mir sehr schlecht ging, wenn ich ein bisschen. Das Documentary-Intro. Now he will try. Genau. Danach ging es dir sehr gut wahrscheinlich. Ne? Richtig guter Tag für online, wenn du das machst. Now he will try. Und ja, wir haben das letzte noch nicht eingetragen. Achso, ja, warte. Welches hast du gewonnen? Habe ich 3-0 gewonnen. Ah, Turnierstimmung. Ich habe gegen Senua auch 3-0 gewonnen. Können wir das auch kurz einschreiben? Yes. Dankeschön. Das ist sehr gut, Senua. Spielst du Fox? Ja. Ich kann das noch alles eintragen und so, verhältlich. Ja,
Geh mal zurück zum Spiel, das ist voll spannend. Ja, sorry. Nein, nein, nein. Ah. Guck, ist immer noch voll ausgeglichen. Holy shit. Holy shit. Okay, nice. Der sollte reverse. So nicht. Hast du gewonnen? Zeit reicht gleich ein, nach dem Match. Konzentrationszeit B, ist alles verloren. Stop, kein B. Oh, er kann Stop nie, er kann Stop nie, ist alles vorbei. Historisch eine sagenumwogene Kombo. Oh, 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 jetzt wird's aber knapp. Last Tag, let's go, Sonic. Let's go, Sonic. 2-2 oder? 2-1 für Kobobi. Das hier ist und? Für oh. Game 5. Oh nein, nice. Oh nein, er wollte dreckig gewinnen. Oh, NTSC shit. Ja? Oh, oh stopp, no. Nein, nein, er kann's nicht. Oh. Nein. Das war kein Ding. Das war gut. Das war Konz, ich weiß, dass er kein Stomie machen kann, er hat besser. Nein, er hat schnell was anderes. Zu viel Stress. So, das muss